Servus, grüßt euch zur Wochenwettershow für das Tiroler Paznaun. Vergangene Woche konnten wir mehrere Tage am Stück die Sonne genießen und auch unsere Livecam auf der Itt-Alp hat einige Sonnenstrahlen eingefangen. Diese Bilder stammen übrigens vom Freitag, da war auch kalendarischer Frühlingsanfang. Auf den Pisten sieht es allerdings noch sehr winterlich aus. Hier ist noch alles weiß und es sind auch noch einige Wintersportler unterwegs. In dieser Woche, bevor es mit den Osterferien so richtig losgeht, kommt sogar noch ein wenig Neuschnee dazu. Am Dienstag und Mittwoch wird es nämlich allmählich unbeständiger, es ziehen dichtere Wolken auf und gelegentlich gibt es auch mal kurze Schauer. Dabei überwiegen am Dienstag noch die freundlichen Phasen. Am Mittwoch wird es allerdings vor allem nachmittags häufiger mal nass. Die Temperaturen steigen dazu auf 7 bis maximal 12 Grad. Wenn Sie schon immer mal wissen wollten, wie man früher die Pisten bezwungen hat, dann kommen Sie doch mal am Dienstagabend zum Hang neben dem Sport- und Kulturzentrum Galtür. Fasslängshölzer, sogenannte Dauben, werden hier mit Leder oder auch mit Kunststoffriemen mit dem Schuh verbunden und schon hat man Ski oder sowas ähnliches. Bei diesem Fassdaubenrennen kann jeder mitmachen, es kostet nur 5 Euro und es ist ein Riesenspaß auch für die Zuschauer. Und am Dienstag wird noch mehr geboten. Am Brennerhang können Sie ab 21 Uhr spektakuläre Stunts, perfekte Demofahrten und atemberaubende Überraschungen aus der Luft erleben. Das alles gibt es nämlich bei der Demoshow der Skischule Ischgl. Zurück zum Wetter. Am Donnerstag geht es mit vielen Wolken weiter und ab und zu fällt etwas Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt allmählich auf 1200 bis 1500 Meter. Es wird nämlich etwas kühler mit nur noch 4 bis maximal 9 Grad. Am Freitag wird es sogar noch mal richtig winterlich in den Bergen. Die Schneefallgrenze sinkt teilweise bis ins Tal und es gibt noch einige Zentimeter Neuschnee dazu. Dabei herrscht in höheren Lagen Dauerfrost. In 2000 Meter werden nur noch minus 2, in 3000 Meter minus 11 Grad erreicht. Am Wochenende wird es aber allmählich wieder freundlicher. Vor allem am Samstag kann sich häufiger die Sonne zeigen. Einzelne Regen- oder Schneeschauer können aber weiterhin nicht ganz ausgeschlossen werden. Dabei wird es wieder milder. Selbst in 2000 Meter Höhe bekommen wir Höchstwerte um den Gefrierpunkt. Ja, und zum Start in die Karwoche meldet sich voraussichtlich der Frühling zurück. Es gibt wieder mehr Sonnenschein und bis zu 12 Grad im Tal. Wie Sie sehen, auch abseits der Pisten wird es im Tiroler Paznaun nie langweilig. Egal ob beim Spaßrennen auf den Dauben oder bei der spektakulären Demoshow. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen schöne spätwinterliche bzw. vorfrühlingshafte Tage im Paznaun.